Ja, jetzt schauen wir uns mal ein paar dieser Nahrungsnetze an. Jetzt nur so zur Übersicht, also wir gehen hier nicht ins Detail. Das wäre also ein klassisches Nahrungsnetz in einem terrestrischen Ökosystem nach dem wichtigen Buch von Gene Likens, wo man sieht, dieses Organic Compartment im Boden ist natürlich nur ein Teil des gesamten Systems. Ich habe hier versucht, eben die Richtung einfach anzuzeigen, die trophische Ebene, also von der Primärproduktion bis zur Top-Konsumption wird es also von grün gegen rot. Dann schauen wir uns noch ein paar andere Nahrungsnetze an. Das wäre ein ganz klassisches, also ein energetisches Nahrungsnetz, wo also die eingestrahlte Energie ein kleiner Teil dieser eingestrahlten Energie wird, also verwendet von den Primärproduzenten. Dann gibt es die Konsumentenebene 1, 2, 3. Und überall gibt es eben Verluste durch Respiration. Und hier sieht man schon ein bisschen, dass es die Länge der Nahrungsnetze ziemlich sicher von der Energie abhängt, weil natürlich die Konsumenten nie diese Biomasse erreichen werden wie die Primärproduzenten. Und das nimmt eben fortnehmend ab. Ja, schauen wir uns noch ein marines Nahrungsnetz an. Da sind sogar Stofflüsse eingezeichnet in Milligramm Kohlenstoff pro Quadratmeter und Tag. Das ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich schon etwas vermessen. Das klingt also sehr nach Präzision, ist aber nur eine Momentaufnahme. Hier ist auch noch Detritus eingezeichnet, also das abgestorbene organische Material. Es gibt Makrophyten. Es gibt Mikrophyten, das wären also in unserem Fall Phytoplankton, Zooplankton und eine Reihe von Fischen. Dann wird es noch ein bisschen komplizierter, wenn wir in den Nordatlantik schauen. Und vielleicht ist das doch die realistischere Darstellung. Das Nahrungsnetz geht also nicht Primärproduzent, Konsument 1, Konsument 1, Konsument 2, sondern das verzweigt sich relativ rasch. Und rechts ist noch ein verknüpftes Nahrungsnetz, das offenbar sehr viele Ebenen hat, weil es ein aquatisches, ein marines Nahrungsnetz mit einem parasitären und terrestrischen Nahrungsnetz verbindet. Da gibt es also alles Mögliche, von den marinen Algen angefangen, geht es rauf bis zu den Vögeln und Säugetieren. Das heißt, das Nahrungsnetz ist hier sehr einfach dargestellt, aber in Wirklichkeit ist es mindestens ebenso kompliziert wie das hier links. Ja, wie viele trophische Ebenen gibt es? Da gibt es die berühmte Zusammenfassung von Stuart Pim. Der hat sich einfach sehr, sehr viele Nahrungsnetze angeschaut und hat versucht herauszufinden, wie viel Level hat das, also wie viel Konsumenten trägt dieses Nahrungsnetz. Und er hat mit Sternen die Nahrungsnetze gezeichnet, wo die Spitzenräuber kleine Invertebraten sind, die wahrscheinlich nicht das Ende der Nahrungskette darstellen. Und in Klammer sind jene, in denen kleine Invertebraten tatsächlich die Spitzenräuber sind. Ja, wie viele Levels oder wie viele Niveaus hat so ein Nahrungsnetz? Sie sehen zwei Niveaus, das wäre also Gras. Kuh, wenn wir das übertragen auf unsere Erfahrungen. Und das wäre dann Schluss, wenn außer wir essen dann die Kuh, dann hätten wir also drei Levels. Das sind also offenbar sehr häufige Nahrungsnetze und auch bis zu vier Niveaus ist also offenbar sehr häufig. Wenn es dann fünf oder sechs Niveaus gibt, dann ist das nur mehr sehr, sehr selten der Fall, weil dazu braucht man natürlich eine starke Vernetzung und vor allem braucht man natürlich relativ viel Energie, die in die Primärproduktion geht. Man braucht also eine sehr breite Basis, damit die Nahrungsnetze und die Nahrungsketten eben länger werden. Ja, jetzt kommen wir zum Microbial Loop. Das ist also inzwischen ein Klassiker geworden. Und Sie sehen hier wieder die trophische Ebene dargestellt. Also oben geht es da von links nach rechts von den Nährstoffen, Stickstoff, Phosphor, über Primärproduzenten, dann Zooplankton, das Zooplankton, das heißt also das Pflanzenfressende, was natürlich ein bisschen schwierig ist zu unterscheiden, Pflanzenfressende, dann die Karnivoren und die Fische.
Und so hat man das also sehr, sehr lange Zeit dargestellt. Und das sind also die klassischen Nahrungsketten, die man eben so lange Zeit vor Augen hatte. Inzwischen weiß man, dass das Ganze ein bisschen komplizierter ist. Und zwar wird bei jedem dieser Schritte wird ja etwas produziert, was für die normalen Konsumenten, die jetzt in der oberen Reihe sind, eigentlich verloren wäre. Und da setzt eben diese mikrobielle Schleife ein. Und die funktioniert so, dass natürlich überall gelöste organische Substanz produziert wird, und zwar bei allen diesen Prozessen, bei all diesen Nahrungsaufnahmen und bei der Ausscheidung von Substanzen passiert das. Und dieses DOM, Dissolved Organic Matter, das wird also nur von einer Gruppe von Organismen aufgenommen, das sind die Bakterien. Und diese Bakterien werden wieder gefressen von sehr kleinen Einzellern. Und alle diese Einzeller werden natürlich sehr ähnlich wie das Phytoplankton wieder von den klassischen Konsumenten, also Herbivores und Carnivores, Zooplankton gefressen und gehen zurück dann in das klassische Nahrungsnetz bis zu den Fischen. Das heißt, diese mikrobielle Schleife, so ist das zu Beginn genannt worden, nutzt eben diese gelöste organische Substanz, die in der normalen Nahrungskette anfällt und schleust sie in diese Nahrungskette zurück. Danke.